Das ist ein Überfall! Keine fiesen Patenten! Her mit den D-Mark! Was ist ein Euro? Her mit! Scheiß Kapitalisten! Fußball, das ist auch Erziehung fürs Leben. Sportsgeist, Fairness. Ach, wie schön. Am Rande eines E-Jugendspiels in Hamburg kam es nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung zu einer Massenschlägerei. Eltern, Trainer, Spieler, Betreuer, alle gingen aufeinander los. Es war ein munteres Treiben mit am Ende 4 Verletzten. Leider gibt es solche Tumulte immer häufiger und der DFB hat reagiert. Spieler und Betreuer dürfen bei solchen Spielen nicht näher an das Spielfeld heran als 15 Meter. Anfeuerungsrufe seien erwünscht, aber bitte nicht mehr diese aggressiven Kommandos. Gianluca, jetzt ran da! Schieb ihn weg! Weg da! Los! Schneller! Schnapp's dir! Jetzt und mit einem das Schwung! Das kann nicht wahr sein! Jetzt! Das ist doch unfair! Dann muss man mal den Ellbogen rausholen! Oh. Was heißt hier unfair? Der Gianluca, Er war doch zuerst da! Er war zuerst in der Schaukel! Friedrich Merz, einst große Hoffnung der CDU, bevor er von Merkel abgewatscht wurde, heuert bei BlackRock an. Laut Medienberichten soll er bei der deutschen Tochter Aufsichtsratschef werden. Frage an euch, habt ihr zuvor jemals von BlackRock gehört? Ich habe mal bei meinen Kollegen und auch bei meinen Freunden nachgefragt und kaum einer kennt BlackRock und zugegebenermaßen ich auch noch nicht allzu lange. Dabei, und man mag es ja kaum glauben, ist das der größte Vermögensverwalter der Welt. Hier mal ein paar Fakten dazu. BlackRock ist an allen 30 DAX-Unternehmen beteiligt und bei jedem zweiten sogar der größte Anteilseigner. Das eher sehr verschwiegene Unternehmen spielt in einer eigenen Liga. Insgesamt verwaltet das Unternehmen 4,6 Billionen Dollar. Und ich meine Billionen, keine englischen Billions oder so. Das sind 4.600 Milliarden Dollar, etwa viermal so viel wie die Nummer 2. BlackRock ist bei Apple, Microsoft, ExxonMobil, Shell, General Electric und Nestle größter Anteilseigner und bei Google zweitgrößter. Und auch sonst gibt es weltweit nur wenige wichtige Aktiengesellschaften, an denen BlackRock nicht beteiligt ist. Der politische Einfluss ist dementsprechend groß. Wer mehr dazu wissen will, dem empfehle ich von Jens Berger das Buch Wem gehört Deutschland oder von Heike Buchter BlackRock, eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld. Friedrich Merz, so wird jetzt vermutet, soll in erster Linie politische Türen in Deutschland öffnen. Denn der Sauerländer ist bestens vernetzt. Vorsitzender der Atlantikbrücke und Gründungsmitglied des Lobbyvereins Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Dazu sitzt er im Aufsichtsrat der Deutschen Börse, der Deutschen Bank, AXA und einigen anderen bekannten Firmen. Diesmal neoliberal steht dem dünnblassen CDUler quasi auf der hohen Stirn geschrieben. Passt also perfekt zu BlackRock. Oder anders ausgedrückt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Sebastian Kurz, österreichischer Außenminister, sieht nicht nur aus wie 29, sondern er ist auch 29 Jahre alt. Und er hat in Österreich jetzt eine Obergrenze eingeführt für Flüchtlinge. Böser junger Mann. Er ist diese Woche unser Kylo Ren der Polizene. Diese Woche wurden 4 Passagiere aus einem amerikanischen Flugzeug verwiesen. Nicht etwa, weil sie alkoholisiert randalierten, nein, sie sahen muslimisch aus. Dazu hatten sie noch Sitzplätze nebeneinander gebucht. Nun ja, liebe muslimischen Mitbürger, damit euch das nicht nochmal passiert, haben wir hier ein paar Tipps für euch. So my advice to all my Middle Eastern friends and Muslim friends and anyone who looks Middle Eastern or Muslim, so to, you know, Indians and Latinos, everyone, if you're brown. Here's my advice to my brown friends. You know, you might freak them out, you know, if you're walking. They might say, what's he talking about? So the key to my Arab brothers and sisters, you got to throw in random good words to put people at ease as you're walking down the aisle. Just as you're walking down. Strawberry. Rainbow. Tutti frutti. Pfefferspray nach Sexmob-Alarm ausverkauft? Kein Thema, es gibt Alternativen. Zum Beispiel die Pfeffermühle. Kommen Sie doch mal her, junger Mann. Ein bisschen Kopf in den Nacken, 2 Umdrehungen. So viel Zeit muss sein. Oder wie wäre es mit einem Morgenstern-Gedichtband oder einer Schlaghose?
Laut Medienberichten soll er bei der deutschen Tochter Aufsichtsratschef werden. Dieses Wort, ey.